Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem kurzen Short-Let's Play von Island Dash. Jawoll. Ich will gar nicht groß sagen, um was es da geht. Ist so ein kleines Spiel für zwischendurch. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal an. Kaufe einen Hotdog. Hey dude, wanna buy a hotdog? Costs only $3.50. Hey du, willst du einen Hotdog kaufen? Oh, I see you lost your money. Oh, ich sehe, du hast dein Geld verloren. Go to the ice cream shop. They surely got the job for you. Also, wir sollen zum ice cream shop gehen und Geld verdienen, damit wir uns endlich einen wohlverdienten Hotdog hier in den Ferien leisten können, weil man macht ja auch nichts anderes, als wenn man sich keinen Hotdog leisten kann, zu einem anderen Stand zu gehen und dort zu arbeiten. Jawohl, in den Ferien, auf so einer tropischen Insel. Oben rechts sehen wir noch unsere Energie, unsere Kilojoule, die wahrscheinlich nicht auf Null gehen dürfen, sonst verreckt hier der arme Fettsack. Und das wollen wir ja wohl nicht, oder? Nun, jetzt gehen wir mal zum Ice Cream Shop. Hello, Amici. You want some ice cream? Hey, willst du Ice Cream haben? Oh, you'd like to get some money. Bring me some coconuts. My cocoa ice cream is running out. Okay. Go to the Aloha Beach. Here is my cocoa collector 3000. Hold space to spool the cocoa collector up. Then run through the coconuts. Okay. Go to the Aloha Beach. Also. Here is my cocoa collector 3000. Gut, wir müssen jetzt zum Aloha Beach gehen, um 5 Kokosnüsse für den Typen sammeln, damit er uns Eis herstellen kann. Okay, und der Strand ist da, wo wir wahrscheinlich gerade gestartet haben, nehme ich an. Und wir laufen und laufen und laufen und laufen. Und bloß nicht zu schnell, dass wir bloß nicht zu viel Kalorien verlieren, weil das wollen wir ja nicht. Die haben wir? Ah, die dürfen wir nicht berühren. Die haben wir auch. Die haben wir auch. Jetzt haben wir 4. Eine brauchen wir noch. Ah, die hier, genau. Ach, halt die Fresse, komm. Wir haben jetzt die 5 Kokosnüsse gesammelt und jetzt werden wir sie abgeben. Und das alles nur für ein paar Hotdogs. Aber ich kann's verstehen, Junge, ich kann's verstehen. Manchmal hat man auch wirklich Bock, einfach nur einen Hotdog zu essen und da macht man echt alles dafür. Hey! Here is $1. Oh, thanks for the help. $1 für 5 Kokosnüsse. Go to Diego's Pizza. More cash. Oh, ich denke mal, mit einem Dollar können wir uns keinen Hotdog kaufen, weil wir brauchen $3.50, wie wir oben links sehen. Jetzt müssen wir zu Diego's Pizza gehen und wäre wahrscheinlich hier dann, oder? Diego's Pizza, da oben steht's schon. Hey Diego, was können wir tun, um Geld zu verdienen? Aloha, I've heard you're looking for money on this island. Mhm. I've got a special job for you. Ein special job? Go into the Rumble Jungle and bring me a pineapple from Rumble Jack. The tourists eat pineapple pizza like crazy. Watch out, he's a talker of 50 cents in advance. Wow, der hat uns schon mal 50 Cent gegeben. Und jetzt sollen wir ihn eine Ananas holen für seine spezielle Ananaspizza. Ah, oh Gott, schmeckt sicher geil. Und los, und los, und los, und los, und los, und los, und los. Wow, die Kalorien purzeln nur so. Der sollte sich am Ende überlegen, ob er wirklich einen Hotdog fressen will oder nicht lieber ein bisschen schlanker werden möchte. Dun, 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 dun. Ah ja, erstmal die Aussicht genießen. Oh shit, die Kalorien gehen ja trotzdem runter. Da haben wir die Ananas. Können wir die irgendwie nehmen? Nö. Also, dann. You surely wanna have a pineapple from me. Oh ja. Don't you? I never give anyone anything for free. Also er gibt niemandem einfach so die Ananas. But we can bargain. I lost my beloved parrot somewhere in the jungle. Bring him back and you'll get your stupid pineapple. Okay, wir müssen sein find Rumble Jack's Parrot in dem Dschungel. Der wird wahrscheinlich hinten irgendwo sein. Also sein kleines Haustier müssen wir finden. Und da ist er auch schon. Holen wir uns den. Warte doch. Komm schon, komm schon. Den kriegen wir. Ha, verarschen können wir den auch so. Joa, komm. Yeah, wir haben ihn. Und jetzt ganz schnell zurück, bevor wir noch schlank und gut aussehen. Hey, du. Thank you so much. Here's the pineapple. Yeah. Sehr schön. Jetzt haben wir noch die Ananas bekommen von ihm. Ach, fick dich. Lass mich doch hier runter. So, und jetzt gib mir die Ananas ab bei Sam's Pizza. Und ich hoffe, wir haben da genug Geld zusammen, um uns unendlich unseren wohlverdienten Hotdog zu kaufen. Können wir hier runterspringen? Joa, geht sogar. So.
Hey Sam! Thanks, dear friend. Here's your payoff. Have fun. Juhu, wir haben nur Geld für unseren Hotdog und ist aber ganz schnell zum Strand. Gut. Hier lang, glaube ich, genau. Wir kommen immer näher. Ich riecht ihr das? Riecht ihr das? Das ist unser Hotdog, Leute. Jetzt aber ganz schnell. Was? Wir haben es geschafft, oder? Haben wir es? Hallo? Hallo? Haben wir es geschafft? Hallo? Hat Spaß Yeah, unser Highscore 1324. Press Space to continue. Okay. Woohoo, you made it! Here's my last hot dog. Oh, der letzte Hotdog. You can have a drink for free if you want. Haha. Wir sind glücklich, Leute. Wir sind glücklich. Im Hintergrund bricht noch so ein Vulkan halb aus. Wir sind glücklich. Wir haben gearbeitet für unseren Hotdog. Dum, dum. Yeah. Okay, und ich glaube, das war's auch schon. War wirklich ein kürzeres Spiel. Wollte das mal testen, wollte das mal kurz explainen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So mal kurz für zwischendurch. Und ich hoffe, ihr schaltet auch weiter ein, wenn es beim nächsten Game weitergeht. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif und ciao!